Das ist wirklich Frankenstein-like. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat jetzt das Erbgut einer wirklich ganz neuen künstlichen Bakterienart erschaffen. Zuvor hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Lebensform im Computer entworfen. Caulobacter ethensis 2.0. So lautet also der Name des weltweit ersten komplett am Computer erzeugten Genoms eines Lebewesens. Wie bitte? Damit kommen wir der wahnwitzigen Vision ein gutes Stück näher, künstlich maßgeschneiderte Lebensformen zu erschaffen. Ob das wirklich gut ist, klickt zum Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Der Fachbereich der synthetischen Biologie hat einen großen Traum. Künstliche Lebensformen erschaffen, die maßgeschneidert sind. Und fest steht, wir sind auf einem guten Weg dahin, diese wahnwitzige Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Vor 9 Jahren, 2010, fing alles an. Damals gelang es, das Erbgut eines Bakteriums 1:1 nachzubauen und es dann in lebende Mikroben einzupflanzen. Der zweite entscheidende Erfolg bestand darin, das erste synthetische Chromosom einer Hefe zu konstruieren, das was jetzt aber einem Forschungsteam aus der Schweiz gelang, überragt das alles noch einmal. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das synthetische Bakteriengenom nicht nur von ihren natürlichen Vorbildern kopiert und gekürzt, sondern es zumindest teilweise neu entworfen. Somit handelt es sich also um das weltweit erste komplett am Computer erzeugte Genom eines Lebewesens. Der Name Caulobacter ethensis 2.0. Festzuhalten ist allerdings, dass bisher nur das Genom existiert, also ein sehr großes DNA-Molekül, der dazugehörige Organismus existiert noch nicht. Die Genomversion basiert auf dem Genom des Bakteriums Caulobacter crescentus, das überall auf der Welt im Süßwasser vorkommt. Es dient der Wissenschaft oft als Modellorganismus, da es harmlos ist, keine Krankheiten verursacht und mittlerweile schon gut untersucht ist. Insgesamt 4000 Gene umfasst das Bakteriengenom natürlicherweise, jedoch sind nur 680 Gene notwendig, damit dieses Bakterium im Labor überleben kann. Das hatten frühere Studien gezeigt. Anders als die bisherigen Experimente in diesem Zusammenhang kopierte das Forschungsteam aus der Schweiz das bakterielle Genom von Caulobacter crescentus, aber eben nicht 1:1, sondern veränderte es mit Hilfe eines Computeralgorithmus. Die DNA-Abfolge des Genoms wurde dabei zwar nur minimal verändert, doch die Gesamtheit der Veränderungen ist enorm. Mehr als ein Sechstel der 800.000 DNA-Bausteine sind im künstlichen Genom im Vergleich zu dem natürlichen Minimalgenom verändert. Dazu Beat Christen, der an der Studie beteiligt war. In unserem Genom ist die Abfolge der DNA-Bausteine neu und gegenüber der ursprünglichen Abfolge nicht mehr wiederzuerkennen. Die biologische Funktion auf Ebene der Proteine bleibt jedoch dieselbe. Insgesamt wurden 236 Genomteilstücke synthetisiert und wieder zusammengesetzt. Eine komplizierte Angelegenheit, dazu der beteiligte Forscher und Bruder von Beat, Matthias Christen. Nicht immer ist die Synthese dieser Teilstücke einfach, denn DNA-Moleküle haben nicht nur die Fähigkeit, sich an andere DNA-Moleküle zu heften, sie können je nach Bausteinabfolge auch Schlaufen und Knäuel mit sich selbst bilden, was die Herstellung erschweren oder verunmöglichen kann. Am Ende entstand so ein komplett synthetisches Bakteriengenom. Auch wenn es auf dem Genom des Süßwasserbakteriums Caulobacter crescentus fußt, sind die Abweichungen zum Original so stark, dass diese Kreation als eine neue Art betrachtet werden kann. Das synthetische Erbgut von Caulobacter ethensis 2.0 ist sogar offiziell in der US-Datenbank des National Center for Biotechnology Information NCBI eingetragen. Erste Tests haben gezeigt, dass das umgeschriebene Genom noch nicht zu 100% perfekt ist. Den bisherigen Experimenten zufolge sind nur rund 580 der 680 künstlichen Gene funktionsfähig. Doch die Fachleute sind optimistisch, mit diesem Wissen den Algorithmus verbessern zu können. So soll dann bald eine voll funktionsfähige Genomversion 3.0 entwickelt werden, so das Forschungsteam. Und nicht nur das, die Experten denken groß, dazu Matthias Christen. Auch wenn die derzeitige Genomversion noch nicht perfekt ist, so zeigt unsere Arbeit dennoch, dass biologische Systeme so einfach aufgebaut sind, dass wir sie in Zukunft am Computer nach unseren Zwecken definieren und anschließend bauen können. Heißt also im Klartext, dass es wohl nicht mehr lange Zeit dauern wird, bis aus einem solchen Genom funktionsfähige bakterielle Zellen hergestellt werden können. Und diese neue Technologie aus der Schweiz ist sehr effizient und zudem kostengünstig. Laut Angaben der Fachgruppe waren Herstellungskosten von rund 105.000 Euro, 120.000 Schweizer Franken notwendig. Das Ganze birgt also ein extrem großes Potenzial für die Biotechnologie. Denn solche synthetischen Genome könnten dazu beitragen, Mikroben zu produzieren, die dann wiederum nützlich
künstliche Biomoleküle erzeugen, beispielsweise Impfstoffe, Vitamine oder Medikamente. Ein großer Pluspunkt: die Technologie ist nicht nur auf Caulobacter anwendbar, sondern auf alle Mikroorganismen. Doch klar ist auch, dass diese Art von Forschung enorm umstritten ist und viele ethische Fragen aufwirft. Denn das Erschaffen solcher künstlicher Lebensformen ist ein erheblicher Eingriff in die Evolution und in die Natur. Und niemand weiß, welche langfristigen Folgen das für uns alle haben könnte. Die große Frage, die zu beantworten gilt, lautet: Wer darf wann und zu welchen Zwecken eine solche Technologie anwenden? Gibt es unsichtbare Tiere? Spannendes Video von Neugierzone. Also anklicken, anschauen und Neugierzone abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.